Weiter starke Märkte aktuell und das Ganze sogar noch mustergültig. Zumindest mal, wenn wir auf den Dow Jones gucken, fangen wir mit dem mal an. Das haben wir in guter Tradition ja die letzten Male immer wieder gemacht. Dort haben wir eigentlich das wunderschönste Fortbewegungsmittel, hätte ich fast gesagt, die Fortführungsbewegung, nämlich die 1, 2, 3, 4, 5. Fünffälligkeit, das ist immer das größte oder das beste Zeichen für einen starken, einen deutlichen Trend. Und den scheinen wir offensichtlich hier weiterhin zu behalten. Also, das passt natürlich super ins Bild. Wir haben ja gesagt, wenn er diese Marke hier oben rausnimmt, das ist ein klassischer Bruch, dass die Korrektur hier zu Ende ist. Insbesondere, wenn es nicht dann nur dreiwellig hochgeht, sondern fünfwellig. Also, beste Voraussetzung eigentlich für weiter steigende Kurse. Womit ich rechne, ist jetzt vorläufig, nachdem wir schon fünfwellig unterwegs sind, ein kleiner Rücksetzer hier, ein ABC nach unten. Im Prinzip das kleine Modell dessen, was wir hier vorne haben. Auch hier waren wir 1, 2, 3, 4, 5, dann so eine ABC. Das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Jetzt quasi auf einer Ebene kleiner. 1, 2, 3, 4, 5, dann so eine A, B, C und anschließend die Fortsetzung. Also beste Voraussetzung, nur wenn es sich hier doch etwas größer ausgeht, also der Kurs doch deutlich herunterkommt, dann muss man sich die Frage stellen, geht das Ganze noch gut? Aber dafür gibt es aktuell keine Anzeichen. Aus meiner Sicht sind die Chancen für weiter nach oben, auch nach dem Rücksetzer, besonders groß oder eben deutlich größer zumindest mal. Also insofern, wir sehen das hier nochmal im 5-Minuten-Chart, das, was wir hier so im Groben haben, hier nochmal im Kleinen. Also auch hier seht ihr sowas, dieses typische Verhaltensmuster im Großen. Und wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, dass wir jetzt runterkommen. Wie weit ist so ein Runterkommen? Das sind Rücksetzer gerne so in die Fibo-Bereiche rein. Wir können das mal hier so ein bisschen abschätzen mit Fibonacci Retracement. Das ist kein Must-Have, hätte ich fast gesagt. Von dem tiefsten Punkt bis da. Ich glaube, ich habe es nicht ganz den tiefsten Punkt erwischt, aber da geht es höchstens um Millimeter. Also ich sage mal, das Tief, was wir hier hatten am 12. Juli, beispielsweise, ich will das nicht überglorifizieren, jetzt machen wir mal unter dem Gesang der Kreissäge eine neue Zeichnung hier nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, hier in der Nachbarschaft wird gerade wie wild gebaut, aber es ist ja ein gutes Zeichen für die Wirtschaft, wenn da ein bisschen was passiert. Lassen wir es mal drin. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen ertragen, aber da müssen wir jetzt wohl durch. Ich hoffe, er hört jetzt hier gleich auf. Also wir machen nochmal kurz die Zeichnung. Es geht hier also nach oben, fünffällig dann der Rücksetzer 38er Marke. Ebenfalls wäre hier das Zwischentief. Das ist kein Must-Have, dass er da runterkommt. Aber das wäre durchaus typisch und wir haben auf ähnlichem Niveau ja auch dieses Zwischenhoch hier, was ebenfalls dafür sorgt. Also ganz gute Unterstützung hat eigentlich der Dow Jones ungefähr im Bereich 34.570, 80 so in dem... in der Größenordnung jetzt hier. Das wäre klasse, wenn der Kurs darunter fiele. Das würde ich eigentlich besonders gerne mögen, denn dann wäre er wieder ein bisschen erholt und man hat günstigere Einstiegskurse, vielleicht hier sogar clustermäßig reinzukommen. Also sprich, wenn hier doch mehrere Unterstützungen liegen. Vielleicht gibt es nachher noch mehr Argumente, wenn die Kurse sich so entwickeln. Dann kann man vielleicht nochmal sowas wie eine 1:1-Projektion hier anwenden. Vielleicht kann man nochmal die Extension messen hier. Also je mehr Marken hier nachher liegen, noch wissen wir es nicht genau, aber desto größer ist die Chance, dass der Kurs hier dreht und man dementsprechend nochmal im Umfeld von 34.600, 650 vielleicht einen günstigen Einstieg findet. Außerdem hat man natürlich die Chance, wenn es so ein Dreiweller ist oder vielleicht auch andersförmig wackelt, ich male das mal parallel hier unten runter, also es kann auch irgendwie so aussehen, also sowas hier in der Art, dann hätte man ebenfalls die Möglichkeit, über einen dieser Zwischenhochs hier dann entsprechend den Long-Einstieg zu wählen, um dann eben bestätigt zu sagen, ha, die letzte starke Bewegung war doch nach oben. Wenn es halt runter wackelt, dann haben wir die besten Chancen nach oben. Also es sieht weiter bullisch aus beim Dow Jones. Da gibt es überhaupt nichts zu maulen. Den kleinen Rücksetzer, wer mag, kann den Intraday auch für Shorties mal nutzen. Wer sagt, nee, das ist nichts für mich, nicht gegen den Trend oder nicht auf der kleinen Zeitebene operieren, dann eben ein bisschen abwarten, ob sich dieses Muster in etwa so widerspiegelt, wie ich es jetzt hier angedeutet habe, dann haben wir eine ganz gute Voraussetzung für weiter, Entschuldigung, weiter steigende Kurse. So, dann haben wir noch den ES, der ist im Wesentlichen ähnlich, außer dass die Struktur nicht ganz so deutlich ist hier hinten.
zumindest nicht im Minutenchart, aber wenn wir mal auf den 15-Minuten-Chart gucken, dann stellen wir auch hier fest, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt so ein bisschen die Frage, kriegen wir die Korrektur analog? Das zeichnet ihr jetzt mal selber ein als Übung, 4340. Wie gesagt, das ist kein Muss, dass der Kurs dahin geht. Das ist nur so eine Orientierungshilfe, dass der Kurs eben gerne so diese Fibo-Marken ansteuert. Die können wir hier übrigens schon wegmachen, denn die ist noch auf dieses Hoch gezeichnet. Der Kurs ist aber nicht richtig runtergekommen, sondern hat nur eine kleine Korrektur. Man sieht also, der Kurs kann auch vorher drehen, aber dann haben wir nicht eine richtige Korrektur der gesamten Bewegung, sondern nur eine Teilkorrektur, eine Teilbewegung. Und dann geht der Anschluss eben, können wir nicht gut voraussagen, wie weit er dann entsprechend läuft. Hat man so eine erste Bewegung und dann so eine typische Rücksetzerbewegung, dann haben wir mindestens das gleiche wie das hier nochmal plus X, aber zumindest mal mehr als den ersten Start, und das ist ja ganz gute Orientierungshilfe. So, gucken wir abschließend nochmal auf den Nasdaq, der ist hier im 1-Minuten-Chart wunderschön nach oben. Überhaupt nicht bärisch, irgendwie was, es ist ein ganz klarer Schub, ein bisschen wackelig Schub, vielleicht hier im 1-Minuten-Chart, Entschuldigung, ebenfalls fünfwellig hier hoch. Das heißt, auch hier ergibt sich die Chance, dass der Kurs ein bisschen runterkommt. Und das würde dann analog zu dem, was wir eben gesprochen haben, die Möglichkeit eröffnen, dann gegebenenfalls günstiger wieder einzusteigen. Das gleiche Bild also in klein kariert, nämlich hier auf dem Minutenchart. Also ihr seht, das ist gar kein großer Unterschied, was da ist. Ihr könnt das natürlich auch eine Nummer größer gucken im 15-Minuten-Chart und sagen, okay, wenn dann der Rücksetzer kommt, zum Beispiel hier auf Zwischentiefs wieder, so auf die letzten Niveaus, dann ist eine ganz gute Chance, dass der Kurs von dort dann eben entsprechend dreht. Da das hier eine steile Bewegung, das machen wir vielleicht noch als Schlusspointe hierzu, da wir hier so eine 1, 2, vielleicht 3, 4, 5 hatten, dann hier eine ABC-Korrektur bis auf dieses Niveau, die sogar etwas höher ist, Stichwort Flat Correction, ihr könnt immer daran erkennen, dass ein einfacher Schub normalerweise keine Korrektur darstellt, das heißt, diese Abwärtsbewegung kann nicht die alleinige Korrektur sein, es muss also irgendwie die Vorgeschichte wohl noch dazugehören zur Korrektur. Hätte es hoch nur gewackelt, wäre es eine Short Opportunity gewesen, ja, was für ein Wort, also eine Short-Möglichkeit gewesen. Wenn der Kurs allerdings direkt wieder so weiterläuft, ja, dann ist das ein Zeichen für die Long-Seite, insbesondere wenn er gleich mal ein bisschen wackelig runterkommt. Also, soweit das Update hier für die Indizes, für den Eindruck heute Nachmittag. Ähnliches gilt natürlich für den DAX, denn der ist ebenfalls noch tapfer unterwegs nach oben. Da kann man es vielleicht ungefähr erahnen. Vielleicht ist das hier die fünffällige Zählung. Ich mache das mal so vorläufig mal rein. Auch hier wären Rücksetzer eigentlich klasse, aber es geht darum, ebenfalls hier drauf zu achten. Sind das wackelige Rücksetzer, dann bleibt es erstmal bei der Long-Richtung. Dann ist da gar nicht was Böses im Argen. Nur wenn der Kurs alternativ dazu sehr steil runterkommt und dann wackelig nach oben, dann ist die Chance, getriggert zu werden und dann die Fortsetzung nochmal zu sehen. Aber im Moment ist das wohl nicht das vorrangige Bild. Höchstens dann auf kleinerer Ebene das zu handeln, das dann vielleicht schon im Sinne einer ABC. Und die kann man ja nachher wieder long auflösen. So, soweit die Idee zum aktuellen Chart. Euch jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.